Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und wir wollen das Jahr auch nicht allzu stressig anfangen. Und man hat auch, finde ich, nach diesem ganzen Weihnachts-Silvester-Stress auch gar nicht Lust, irgendwie was Aufwendiges zu machen. Und da habe ich mir für alle diejenigen, die auch morgens absolute Morgenmuffel sind, überlegt, ein ganz leckeres Brötchenrezept euch zu zeigen, was man wunderbar über Nacht in den Kühlschrank stellt, dann morgens nur noch in den Backofen schieben muss, in den kalten, sich in der Zeit fertig machen kann und dann leckere Frühstücksbrötchen hat. Und da habe ich mir überlegt, wir weihen zusammen meine runde Stoneware ein, denn die eignet sich da perfekt. Wir können das Ganze schön vorbereiten, in den Kühlschrank stellen und dann in den Backofen und dann ganz leckere Brötchen genießen. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für unseren Brötchenteig benötigen wir einmal 10 Gramm Hefe. Dann benötigen wir noch in etwa 10 bis 15 Gramm Zuckerrübensirup, außerdem noch 250 Gramm kaltes Wasser, dann 440 Gramm Weizenmehl Typ 550 und hier würde ich auch wirklich Typ 550 verwenden, denn dann werden die Brötchen noch so ein bisschen fluffiger. Außerdem benötigen wir noch einen Esslöffel Sonnenblumenöl, das sind 10 Gramm und außerdem auch noch 1,5 Teelöffel Salz. Dann benötigen wir noch zum Bestreuen der Brötchen, wenn ihr mögt, einfach verschiedene Saaten. Hier habe ich mich einmal für Sonnenblumenkerne, Sesam und Mohn entschieden. Und zum Fetten meiner Form benötige ich noch ein bisschen Sonnenblumenöl. Also als erstes geben wir das kalte Wasser, den Hefewürfel und Zuckerrübensirup in den Mixtopf und verrühren das Ganze einfach nur für 5 Sekunden auf Stufe 4. Jetzt geben wir alle restlichen Zutaten in den Mixtopf, also Mehl, das Öl und das Salz und verkneten das Ganze auf der Teigknetstufe für ungefähr so 4 bis 5 Minuten. Und weil ich ja meinen Stein noch nicht benutzt habe, beziehungsweise er auch noch keine Patina-Schicht hat, also wer da jetzt Fragezeichen hat, ich habe schon ein Handhabungsvideo zur Stoneware beziehungsweise zum Zauberstein gemacht und das ist quasi jetzt hier die gleiche Fläche von innen. Der ist zwar von außen glasiert, aber von innen genauso der Ton. Und deswegen gebe ich hier ein bisschen, also pinseln wir das Ganze mit ein bisschen Sonnenblumenöl ein und streuen dann noch so ein paar Haferflocken und beziehungsweise ein bisschen was von den Saatkörnern hier noch hinzu und dann formen wir die Brötchen wie so kleine Schneebälle, das zeige ich euch dann gleich, formen wir die zu Brötchen und verteilen die einfach hier in unserer Stoneware. Jetzt bepinseln wir die Brötchen einfach nur mit ein bisschen Wasser, geben dann die Körner unserer Wahl drauf und schneiden die noch ein wenig ein. So, jetzt gibt
klebe ich einfach nur meinen Silikondeckel hier oben drauf, damit es luftdicht verschlossen ist. Dann wandert das Ganze in den Kühlschrank. Jetzt haben wir es 20 Uhr abends, also es sollte so 10 bis 15 Stunden am besten einfach ruhen im Kühlschrank. Und dann, je nachdem, wann wir morgen aufwachen, schiebe ich die einfach quasi in den Backofen, in den kalten Backofen, ist jetzt auch noch wichtig, auf meinen Küchenrost in der untersten Schiene, wie immer mit der Stoneware, bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa so 25 bis 30 Minuten. Ein Tipp, ich würde den Backofen immer erst auf 25 Minuten stellen, weil es davon abhängig ist, wie euer Backofen backt. Und dann schaut ihr einfach, wie euch der Bräunungsgrad gefällt. Also das ist wirklich mein absolutes Lieblingsfrühstücksbrötchenrezept. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr probiert es auch mal aus. Und alle Sachen, die ich jetzt quasi heute von The Pampered Chef verwendet habe, schreibe ich euch einfach chronologisch untereinander unten in der Infobox rein. Verlinke euch dann auch den Katalog, wenn ihr euch den angucken wollt. Und wenn ihr irgendwas haben wollt, schreibt mich einfach an. Unten drunter ist ja auch meine E-Mail-Adresse. Also ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.